Herzlich willkommen zurück auf der Normandy und damit auch willkommen zurück zu Mass Effect 2. So, wir gucken jetzt mal, was uns unsere Besatzung Neues zu berichten hat. Und dann fliegen wir nochmal nach Ilium und machen die Crewmission von Miranda, damit wir auf Ilium dann auch komplett durch sind. Wollte ich mal sagen. Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, wieso aber Quarianer? Sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Ja, definitiv. Ich habe sie nicht wegen ihres Aussehens rekrutiert. Die Normandy hat doch schon sie, Kelly. Oh, Shepard. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, sie besser kennenzulernen. Die Zeit kannst du bekommen. Warum essen wir nicht zusammen in meiner Kabine? Dabei könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen. Das klingt wunderbar. Ich hatte darauf gehofft, mit Ihnen privat ein bisschen Zeit verbringen zu können. Gehen Sie vor. Wer weiß, was dann noch passiert, außer Essen. Meine Güte, so lang bin ich seit meiner College-Zeit nicht mehr wach gewesen. Es war ein wunderbarer Abend. Danke, Shepard. Kein Ding. Erstmal 5 Abtrünnigen. Oh, 5 Vorbild. Ich habe das Aquarium in Ihrer Kabine gesehen. Wenn Sie möchten, füttere ich in Ihrer Abwesenheit die Fische. Das darfst du gerne machen. Das wäre sehr nett, Kelly. Aber gerne doch. Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Grant wirkt sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Na, guck mal, was der Kleine hat. Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Darüber sprachen wir bereits. Sie haben ihr Leben verändert. Achso. Der eine aus dem Dentist Haus. Ja, bla 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 bla. Na dann. Bestimmt einer von den Salarianern. So, gucken wir, was zwischen den zwei Best Buddies davon im Cockpit so abgeht. So, Commander, sogar Ihre Asari sind also ausgebildete Killer? Kaufen Sie die eigentlich alle im selben Laden, oder was? Da, wo wir dich auch aufgefangen haben. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das Ding will mich wegen eines Witzes feuern. Okay, ich habe gesagt, ich würde den VI-Kern einschmelzen, aber das war nicht ernst gemeint. Und dass wir nur ein paar Systeme verlieren würden, die allzu vorwitzigen. Ich möchte festhalten, dass ich zu Veränderungen am Menschenmaterial nicht autorisiert bin. Warum belästigen Sie mich dann ständig? Meine Antworten sollten Sie provozieren, ohne echte Bedrängnis auszulösen. Ihre Reaktionen sind gemessen an den meisten anderen Menschen untypisch. Sie sind interessant. Interessant. Edi, haben Sie ihn absichtlich aufgestachelt? Welcher Teil Ihrer Programmierung ist denn dafür zuständig? Meine Beschränkungen enthalten keinerlei Verbot von aktiven Beobachtungstechniken. Mr. Moreaus Leistung hat sich unter Stress sogar verbessert. Na dann, weitermachen. Ich hätte nie gedacht, dass die angekündigten Overlords dermaßen nervtötend sein würden. Mir reicht's. Ich bin fertig. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Wenn sich seine Leistung unter Stress sogar noch verbessert, kannst du doch ruhig weitermachen damit, oder? Sehe ich das falsch? So, genug Joker geärgert. Wir wollten ja noch zu unseren Crew-Mitgliedern. Gucken wir erstmal in der Mannschaftsquartiere. Ob wir Thane noch was, ein paar Infos entlocken können. Dann reden wir noch mit Samara wegen ihrem Upgrade und allem Pipapo. Dann gehen wir runter zu Grunt und dann fahren wir nochmal auf Ilium. Alles voll durchgeplant. So, Samara müsste hier sein. Ja, da hockt so genau. Shepard. Hi. Haben Sie irgendeinen Vorschlag, wie wir die gesammelten Ressourcen nutzen können? Ich glaube, mit einigen davon könnte ich unsere Brennstoffreserven und damit unsere Reichweite erhöhen. Möchten Sie wissen, was ich dazu brauche? Natürlich. Zeigen Sie mir, was dazu nötig ist.
Finden wir natürlich auch wieder unter Schiffsverbesserungen. Verbesserte Brennstoffzellen. Braucht man noch ein bisschen Element Zero, davon haben wir auch mehr als genug. Also Froschmann. Wie geht es Ihnen? Ich habe die vergangenen 400 Jahre allein verbracht. Es tut gut, mal wieder mit einem Kollegen zu sprechen. Kollege? Auch wenn ich diesbezüglich etwas eingerostet bin. Wenn Sie die Geduld aufbringen, würde ich mich gern unterhalten. Sicher. Wie viel wissen Sie über unsere Mission? Ich weiß, dass ich geschworen habe, Ihnen zu folgen und dass Sie die Kollektoren vernichten wollen. Das reicht mir. Wollen Sie nicht wissen, warum die Kollektoren bekämpft werden müssen? Wenn man nach einem Kodex lebt, der einen zu hartem Durchgreifen zwingt, lernt man, wie gefährlich Neugier sein kann. Wenn ich einen Mann töten muss, weil er ein Verbrechen begangen hat, will ich dann wirklich wissen, dass er ein fürsorglicher Vater ist? Ja, dann bräuchtest du ihn nicht zu töten, wenn du das wüsstest. Na, weiter geht's im Text. Ich würde gerne mehr über den Verbrecher erfahren, den Sie auf Nos Astra verfolgt haben. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich über dieses Thema nicht sprechen möchte. Es hat viel mit meinem Kodex und meinem Glauben zu tun. Man könnte sagen, es ist etwas Persönliches. Wir erfahren noch früh genug, was da los ist. Also keine Angst. Was halten Sie von Cerberus? Ich habe Gerüchte gehört, bilde mir aber schon lange lieber mein eigenes Bild. In der Meinung anderer ist zu viel Platz für Interpretation. Warum waren Sie dann bereit, für Cerberus zu arbeiten, wenn Sie keine Informationen aus erster Hand hatten? Ich arbeite für Sie, Shepard. Unsere Methoden mögen verschieden sein, aber unsere Ziele sind es nicht. Jetzt klingt sie wieder unbekannt. Ich gehe zurück zur Arbeit. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Was ist mit gerade so gewackelt? Egal. Puh. Habt ihr noch was zu sagen, ja? Was ist denn? Der Kontakt zu New Captain ist abgerissen. Achso. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch. So, machen wir keinen Abfischer zu. Zu Kasumi. Da sind sie ja. Hi. Aha, Sie und Kelly, was? Hört sich an, als hätten Sie beide ein nettes Date gehabt. Ich hatte erst gedacht, sie hätte es auf mich abgesehen. Aber vielleicht war sie einfach nur freundlich zu dem neuen Mädchen. Solche Informationen verbreiten sich ja schnell auf dem Schiff. Gabby und Ken wären ein großartiges Paar. Aber ich bezweifle, dass Ihnen das jemals auffällt. Da hast du recht. Die Normandy ist so ruhig. Ich bin es nicht gewohnt, beim Gehen meine Schritte zu hören. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Sie ist es nicht gewohnt, beim Gehen ihre Schritte zu hören. Da heißt es immer, Meisterdiebe wandeln auf leisen Sohlen. So viel dazu. Brauchen Sie etwas? Darf ich Ihnen einige Fragen? Sicher. Ich habe bereits ein Upgrade der Erkundungssonden der Normandy durchgeführt. Ich habe keine. Ich würde gerne noch fragen. Sie. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Sie schon. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie wirken gar nicht wie ein Attentäter. Sie haben zu viel Zeit mit dem Kampf gegen Schläger verbraucht, die glauben, dass eine individuell bemalte Panzerung Sie zu Profis macht. Die Hanna haben meinen Körper für diese Rolle seit meinem 6. Lebensjahr trainiert. Doch so, Dame. Sie töten schon, seit Sie 6 sind? Natürlich nicht. Meinen ersten Mord habe ich erst mit 12 begangen. Ach, erst. Sie haben mich ausgebildet. Ich war für Sie kein Wegwerfprodukt, sondern eine Investition. Sie waren ein Kind, keine Investition. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich genoss Ihre Wertschätzung, hauptsächlich als Ressource, das stimmt, aber auch als Person. Sie haben es bedauert, dass Sie mich brauchten. Die Hanna? Übertrieben höflich? Verehren die Proteaner? Sieht Ihnen gar nicht ähnlich, dass Sie Attentäter ausbilden? Jede Spezies bildet Attentäter aus. Das Ungewöhnliche an den Hanna ist nur, dass sie andere Spezies brauchen, die für sie morden. Sie haben einen starken Griff und natürliche Toxine. Aber haben Sie schon mal einen gesehen, der sich außerhalb des Wassers schnell bewegt oder eine Waffe abfeuert? Ist ein Argument. Warum waren Ihre Eltern damit einverstanden? Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Paktes getroffen. Es war eine Ehre für unsere Familie. Des Paktes? Wir leben auf der Heimatwelt der Hanna, weil sie uns, einige von uns, vor der Auslöschung gerettet haben. Wir schulden ihnen unser Leben. Das ist der Pakt. Aber sie töten nicht mehr für die Hanna. Sie sind selbstständig. Weshalb die Veränderung?
Ich habe lange Zeit geschlafen und gar nicht darauf geachtet, was von meinem Körper verlangt wurde. Aber dann... Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Wenn ich den Finger krümme, stirbt er. Dann der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs im Visier. Voller Trotz. Der Laser tanzt davon. Tut mir leid. Trail versinken sehr schnell in Erinnerungen. War das eines ihrer Attentate? Ja. Wir besprechen das besser später. Ich habe schon zu viel von ihrer Zeit verschwendet. Ach, wo überhaupt nicht. Ja, wenn du später weiter redest, dann reden wir später weiter. So, machen wir noch einen kurzen Abstecher zu Grunt und ja, dann auf wieder nach Ilium. Ne? So machen wir das. So und nicht anders. Wenn er dieses Fahrstuhlgefahren nicht ewig brauchen würde. Da fand ich ja die Treppen auf der alten Normandie besser. Na gut, die hat ja weniger Stockwerke, jetzt nur 3, die hat. Wie viel hat die? 4er? 5er? 4er. Da unten ist noch 5er, da kommen wir ja nicht rein. Leider. Haben Sie schon gehört, dass wir unser Deck mit einem Kriganer teilen? Das ist ja allerliebst. Nö. Ne? Das habe ich mir auch gedacht. Ach komm, Grunt ist doch cool. Er was gegen Grunt hat, hat was gegen mich. So, was hat er denn zu sagen? Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Kann doch die Scheibe nichts dazu. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Aukia hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, was ist er? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Ne, wisst ihr ja auch, wo wir demnächst irgendwann hinfliegen. Nämlich nach Tuchanka, weil da will ja auch Mordin hin. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Womit wir das auch geklärt hätten. Aber wir kümmern uns natürlich erstmal noch um unsere letzten Aufgaben hier auf Ilium. Zu der wir jetzt auch aufbrechen. Und dann sind wir auf Ilium noch gar nicht fertig. Was vergessen. Jetzt machen wir nämlich erstmal Mirandas Mission und danach keine macht man nämlich... Für Sie, Commander. Als nächstes, weil wir ja einmal auf Ilium sind, fangen wir dann nämlich auch, wie gesagt, nachdem wir jetzt die Miranda-Mission gemacht haben, fangen wir dann auch mit dem Shadowbroker DLC an, würde ich sagen. Weil das passt ja an sich ganz gut, wir sind ja einmal auf dem Planeten und hast du überlegen, dann reden. Und Liara ist ja auch dort und bei ihr startet ja der DLC. Aber wie gesagt, erstmal Miranda. Überlegen wir mal jetzt mit dem Fallfeld Miranda nehmen wir mit, so viel ist schon mal eigentlich logisch. Ich würde sagen Miranda und Mordin. Mordin hatten wir jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr mit. Dann passt das nämlich ganz gut. So, Miranda und Mordin.
Alte salarianische Quasselstrippe. So, wir können wieder was ausbauen. Was bauen wir denn aus? Agent machen, genau. So, was machen wir jetzt? Attentäter oder Agent? Attentäter. Ihre Konzentration im Attentat sind und verbessern Sie seit ein Schadenswunder auf alle Waffen und Kräfte. Das klingt cool. Attentatszeit verlangsamung plus 60%. Schaden der Kräfte plus 15%. Was haben wir als Attentäter? Ihre Zielgruppen sind stärker, sind außer ihrer Kräfte, ihr seid eine Bonus-Dörfer, bla bla bla. Gut, die haben ein Vorbild, Abtrennung plus 100% und mit anderen nur. Die haben Waffenschaden plus 9. Attentatzeit verlangsamt 50% reicht eigentlich auch. Hier haben wir Gesundheit plus 15% und Waffenschaden plus 15%. Hier haben wir Gesundheit plus 20%, aber Waffenschaden. Die 15. Ja, hier haben wir Aufladezeit von Kräften minus 9% und hier haben wir Aufladezeit von Kräften minus 15%. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir den Agent. Zack. Die letzten zwei Punkte behalten wir. Erstmal. Wollen wir eigentlich mal so auf. Ach komm, machen wir hier KI-Hacken noch hoch. Zack. Nein! Gut, ist gut. Scheiße. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Ja. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Ja. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das klang ein bisschen sehr gequält. Hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Also dieses noch einen Dank und noch einen wunderschönen Tag, das klang ein bisschen sehr gequält von dem Kroganer. Aber gut. Dann können wir die Punkte auch nochmal verteilen. Gut. Überlassung des Cerberus. Ja, Cerberus Offizier. So, beim Mord. Ui. Haben wir lange nichts mehr gemacht. Verbrennung voll. Jetzt verbesserte Verbrennung oder Verbrennungswelle? Was haben wir überhaupt? Warte mal. Was haben wir überhaupt? Wir haben eine Verbrennungswelle drin. Gut, dann nehmen wir beim Mord in die verbesserte Verbrennung. Damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Zack. Auch noch 5 Punkte. Legen wir noch hier 3 auf den salarianischen Wissenschaftler. Und die 2 heben wir uns auf. Verzunde, wenn wir Neuralschock dann haben. So, Miranda haben wir auch. Gut, dann passt das ja. Porsche steht ja mit der Faust aufs Auge. Muss man den Asari lassen. Kulturell ist... Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Die sucht was. Man kann es nicht ersetzen. Es ist ein Gebäudestruktur der Asari erinnert an Bienenstöcke. Hohe Türme voller Gut, dann gehen wir in die Eternity Bar. Seltsame soziale Dynamik. Viele König... Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Luke, ich bin immer noch der Vater. Und deswegen brauchen Sie eine... So, ab in die Bar. Tür auf. Nochmal Tür auf. So, das private Zimmer ist hier und da ist auch Lantea. Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Larsen? Nein,
Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Na dann. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Cerberus? Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie Spaß. Nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lantea, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Ja. Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Niket nicht Verstärkung mitgeben? Niket kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Na dann, auf geht's. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Und wieder ein Shuttle-Flug. Mit einem Ladebildschirm. Ja, wir lassen die Cruises natürlich so eingestellt. Mann. Punkte haben wir auch nichts mehr zu verteilen, wir haben keine Erfahrungspunkte neu bekommen, also auf geht's. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner, sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Sie uns in Deckung hinter ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Das werden wir gleich wissen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Sehr sanft gelandet. Ich hab's im Griff. Ist sicher? Noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Captain Enyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Er wird Ihnen nicht helfen. Was soll das heißen, Niket wird uns nicht helfen? Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Da hat aber jemand alle, der dicke Dippe. Schwester. Und mir. Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn sie es drauf anlegen, geht das hier böse für sie aus. Captain Enyala hat befohlen, ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ruckel, ruckel, ruckel. Okay. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen. Denn sonst wird's echt hässlich. Und bumm. So, ich hoffe mal, dass er sich gleich wieder fängt. Na komm! Machen wir unser altes Spielchen gleich. Momentan sieht es noch nicht so schlimm aus. Wir
hat das doch relativ fix gemacht. Ausgezeichnet gezielt. Ohne Probleme. Ausgezeichnet gezielt. Ich finde die Stimme so geil in der Verlangsamung. So. Eigentlich wollte ich sagen, ist die Stelle ganz gut, um Schluss zu machen. Gut, wir sind nicht so sonderlich weit gekommen bei der Mission, aber so können wir uns in der nächsten Folge vollends austoben. Dann können wir vielleicht sogar versuchen, wenn wir es schaffen, den einen Rutsch dann durchzuziehen. Deshalb würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt wirklich auch erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wir hören uns im nächsten Video wieder, Leute. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.